Let me come again. Was erwartet uns denn alles in Pokémon Sonne und Mond? Als erstes denken wir natürlich an die vielen neuen Pokémon. Das sind übrigens nur ein paar, die ich random rausgesucht habe. Aber es gibt noch viele, viele neue Sachen, die ich euch im Laufe des Videos zeigen werde. Zum Beispiel hier sieht man einmal das 10% Zygarde, was man auch noch in Pokémon Sonne und Mond kriegt. Und einmal Solgaleo aus Pokémon Sonne und Lunala aus Pokémon Mond. Die zwei legendären und bekanntesten aus den beiden Editionen. Und das 10% Zygarde, wenn man alle Zygarde-Teile gefunden hat, kann es sich zur 100% Form verwandelt, wenn es über 50% seines Lebens verloren hat. Und ja, dann feuert es auch eine ziemlich mächtige Attacke auf den Gegner, wie man hier sieht. Als nächstes zeige ich euch die Alola-Form ein paar. Zum Beispiel von Mauzi und Vulpix und Vulnona. Übrigens gibt es die Alola-Form von Vulpix und Vulnona nur in Pokémon Sonne. Was ich ein bisschen schade finde. Aber naja, ich hole mir ja sowieso Sonne. Eigentlich hole ich mir beide Sachen, ich hole mir aber erstmal Sonne. Vorab, was ich noch sagen wollte, ich wollte ja eigentlich ein Let's Play davon machen. Aber leider fehlt mir dazu was. Und ja, ich habe auch eine Monatslücke mit dem Geld und deswegen kann ich mir auch leider nur eine Edition kaufen. Und leider nicht das Aufnahmegerät, was ich ziemlich schade finde. So, hier sind einmal die Starter. Bautz mit dem Typen Pflanze und Flug ist übrigens das einzige Starter-Pokémon in Sonne und Mond, was zwei Typen am Anfang besitzt. Und hier sieht man nochmal Flamio, das Feuer-Pokémon. Flamio werde ich mir auf jeden Fall in Sonne holen. Ich werde höchstwahrscheinlich Mond-Let's Playen, ein wenig später, auch noch mit meinem Kumpel gegeneinander kämpfen. Und da werde ich mir höchstwahrscheinlich den Bautz nehmen. Und das ist die Weiterentwicklung von Bautz. Arboretos oder wie man ihn nennt. Auch immer noch Pflanze Flug. So, der Feuerstarter, die erste Entwicklungsphase ist Mizunder. Auch nur Typ Feuerfähigkeit Großbrand. Sieht ziemlich cool aus. Und die Wasserentwicklung Typ Wasser Fähigkeit Sturzbach. Also, ich finde, naja, die Weiterentwicklung finde ich jetzt nicht so toll wie Mizunder und den Pflanzenstarter. Und hier seht ihr einmal die letzten Entwicklungen von diesen drei Startern plus die exklusiven Z-Attacken, die es nur für diese Starter gibt. Sieht schon ziemlich heftig aus. Ich freue mich auf jeden Fall schon so heftig auf Pokémon Sonne und Mond. In ein paar Tagen ist es endlich in den deutschen Markt, in Mediamarkt, in Expert, in Saturn, überall. Und hier zeige ich euch noch mal ein paar andere Z-Attacken von zum Beispiel Pikachu. Und noch, also es gibt von jedem Typ Elektro, Feuer, Wasser, Pflanze, Unlicht, Geist eine spezielle Z-Attacke. Es gibt auch noch Z-Attacken. Spezielle Z-Attacken, nicht nur diese exklusiven von den drei Endstartern, sondern auch eine von Pikachu und eine von Evoli, die es speziell dafür noch gibt. Und ich glaube von Relaxo auch noch. Relaxo kriegt man übrigens auch mit einem Event, soweit ich gehört habe. Auch mit einer Z-Attacke, weiß ich jetzt nicht, da bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall gibt es da für Evoli und Pikachu eine, ja, für sich. Und wie ihr es wahrscheinlich schon gemerkt habt, Sonne und Mond sind zeitversetzt, Mond um 12 Stunden. Hier seht ihr nochmal die Herrscher-Pokémon, zwei Stück, die es nur in Sonne gibt und nur in Mond. Und einmal die Ultra-Bestien, zum Beispiel UB1, UB2 und UB3. Okay, UB5 kommt auch noch dazu. Das sind spezielle, stärkere, ich weiß jetzt nicht, ob es Pokémon sind, also man kann die eigentlich nicht als Pokémon abstempeln, es sind einfach Bestien. Keiner weiß, wo die herkommen, ich habe auch nicht viel Information darüber, außer dass sie sehr stark sind und auch wohl ziemlich geil aussehen. Vor allem UB2, dieses Muskelpaket da. Naja. Ja, also UB5 sieht schon ziemlich heftig aus, erinnert mich so ein bisschen an Dragon Quest. Und
Wie in jeder neuen Edition gibt es natürlich auch ein neues Team. Ein, ja, Verbrecherteam, Team Skull und ein gutes Team Aether, die sich für die Pokémon einsetzen und die Ultrabestien erforschen. Die haben übrigens auch den Ultrabestien den Namen gegeben mit UW01 und 2 und so weiter und so fort. Die setzen sich auch für das Gute ein, das Team Aether. Mehr Informationen habe ich leider nicht über das Team. Genauso wenig über Team Skull, außer dass sie halt Verbrecher sind, ne? Und ja, es sind halt irgendwie Gangster-Typen und weiß nicht. Also, ich kann da leider nicht viel darüber sagen. Außer dass sie ziemlich beschissene Posen haben. Vor allem, wie der da sitzt, ey. Oh Mann. Naja, ich will mal nichts drüber sagen. So. Und hier am Ende habe ich noch ganz viele andere Sachen für euch, die ich in diesem Video noch nicht genannt habe. Wie zum Beispiel Magiana. Die kriegt man auch über ein Event. Es soll, soweit ich gehört habe, auch ein legendäres Pokémon sein, was man zu Anfang kriegt, aber irgendwie denke ich das langsam nicht. Ja, und dann seht ihr noch zum Beispiel die verschiedenen Formen. Verschiedene Formen, sag ich schon. Die verschiedenen Schutzpatronen. Es gibt insgesamt 4 Schutzpatronen. Und die haben auch alle eine Z-Attacke, die auch gleich noch kommt. Und worauf ich mich am meisten freue, ist einmal das Battle Royale, was ihr ganz oben links seht. 4 gegeneinander. Das ist mal mega geil. Und worauf ich mich auch noch freue, ist, dass man in Pokémon Sonne und Mond Fotos machen kann von Pokémon. Das finde ich mal echt geil. Es gibt einfach so viele neue Dinge. Ich glaube, ich habe auch noch nicht alles aufgesagt, weil es einfach so viele neue Dinge sind. Findet es einfach selber heraus. Ich habe euch einen kleinen Einblick darin gegeben. Und ich sag euch, ich freue mich schon so richtig auf das Spiel. Ich kaufe es mir auch direkt Mittwoch, wenn Mediamarkt auf hat. Ja, und hier seht ihr auch noch Mega-Entwicklungen. Die sind natürlich auch in dem Spiel drin. Und die Z-Attacke von den Alola-Wächtern, die auch ziemlich heftig aussieht. Und auch mega stark ist, wie natürlich jede Z-Attacke. Na dann, das war's, Leute, mit meinem Video. Bis dann, Leute. Ciao.